Oder sagen wir so, Google war gerade in den Startlöchern und entwickelte sich wirklich zu einer guten Suchmaschine. Und ich weiß nicht, ob Larry Page sich gedacht hat, ach komm, das machen wir jetzt so fett, dass das wirklich so schlimm wird. So, im Nebenher habe ich mir gedacht, ich habe zwar in der letzten Aufnahme gesagt, dass das nicht so wirklich toll rüberkommt, wenn man hergeht und mit zwei Tunnelbohrern arbeitet, aber nun läuft es dann doch darauf hinaus, damit wir das Ganze hier beschleunigen, dass wir uns jetzt noch einen zweiten Bohrer machen und damit dann den Tankraum endlich fertigstellen. Zumindest schon mal, dass er dann optisch soweit ist. Und guck mal, wenn jeder Ofen auch in der Vanillafassung so schnell brennen würde, das wäre doch super. Dann müsstest du nicht so lange warten. Ha. So. Wir brauchen ja zwei Öfen. Zweimal Block of Steel. Und drei Minecarts. Zwei normale, eine mit Chest. Zack, da haben wir den Bohrer. Jetzt brauchen wir einen Diamantenblock. Und da legen wir dann schön Stahl drumrum. Den habe ich irrwitzigerweise wieder weggelegt, glaube ich. Ja, den habe ich weggelegt. Also müssen wir ihn erstmal ranholen. So. Zack, da haben wir einen neuen. Und schon haben wir einen zweiten Tunnelbohrer. Ein paar Schienen wären vielleicht noch sinnvoll. Ich gehe aber schwer davon aus, dass ich die wieder vergessen werde. Aber man hat ja eine Portal Gun, da kann man ja noch mal ein bisschen gucken. So. Wobei, es ist mir aufgefallen, die Portal Gun funktioniert nicht bei jeder Aufnahme reibungslos. Man muss sie ab und an mal resetten, sonst funktioniert das nicht. Wir haben die Schienen tatsächlich vergessen, wollen da reinlaufen und es geht nicht. Woran das liegt, weiß ich noch nicht. Sollte vielleicht der TK mal drauf schauen, ob das ein Bug ist oder ob das gewollt ist, dass bei jeder neuen Session die Portal Gun resettet wird. Aber ich kann damit leben, wir nehmen sie raus. Wupp, zack, einmal Reset. Neues Portal. Dann einmal da runter. Und dann funktioniert das. Und mit der Speedaufnahme geht das ja auch recht schnell, dass wir da die Leiter runterklettern. So, patz, neues Portal und schon haben wir wieder Ruhe. So, da läuft der erste, da läuft der zweite und schon geht's rund. Jetzt haben wir zwei Tunnelbohrer im Einsatz und ich denke, jetzt kann man das sehr gut beschleunigen. Jetzt wird das auch jetzt wird das Ganze auch deutlich schneller abgehen. Wir selber werden uns natürlich hier vorne in dem Bereich nochmal beschäftigen und zack, haben wir gleich den Tunnelbohrer weggehauen, gleich wieder hinstellen. So, ich glaube, ich habe ihm zu wenig Schienen gegeben. Ich glaube, der bleibt in Kürze stehen. Ja, es ist ein bisschen dunkel momentan, das bitte ich zu entschuldigen, aber wir sind ja auch noch im Bau. Da jedes Mal Licht anzumachen, das bedarf eben dann auch immer wieder, dass wir das Licht wieder wegreißen, dann müssen wir es wieder hinstellen, dann reißen wir es wieder ab, dann stellen wir es wieder hin, dann reißen wir es wieder ab, dann stellen wir es wieder hin. Und das will ja keiner. So, dann sind wir heute schon im dritten Tag mit unserer Aufnahme speedtechnisch unterwegs, was ich schon gar nicht so verkehrt finde, weil je schneller wir das Ganze hier fertig haben, desto besser ist es, desto schneller kann der TK hier seine Tanks einbauen. So, und wir füllen uns schon wieder die Taschen hier, das ist ja unglaublich. Synthesis ist es gewesen. Jetzt fangen wir an mit Hightime. Vogelgezwitscher im Keller. Hey, in dem Titel war bestimmt Most Creatures drin. Haha. Do-do-do.
Na wunderbar. Wenn ich mir hier so bei der Speedaufnahme zusehe, muss ich sagen, wir sind zügig. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir hier ewig brauchen. Also wir sind schon schnell. Sehr schnell. Also für unsere Verhältnisse hier ordentlich. Ordentlich. Hätte ich nicht gedacht. Zack. Guck hier, wie schön wir schnell wir die Wand zustellen. Und gleich das nächste, den nächsten Tunnelbohrer hin. Zack. Gleich zwei Stück. Ab geht's. Und auf diese Art und Weise kriegt man das Zeug halt wirklich schnell zurechtgebaut. Und kann damit halt richtig arbeiten. Das ist schon nicht schlecht. Das funktioniert schon gar nicht mal so übel. Wir brauchen jetzt halt, weil wir eben die Tunnelbohrer haben, uns wirklich nur noch um Decke und Boden zu kümmern. Weil selbst die Wände werden dann entsprechend immer um einen Block mit reingerissen, sodass wir dann einfach nur noch auskleiden müssen. Das ist alles in allem eine gute Möglichkeit, da wirklich mit Geschwindigkeit zu arbeiten. So, Lapis Lazuli bauen wir gleich ab. Das Rexactorium, das bauen wir jetzt ab. Den Rest macht der Bohrer oder machen wir nachher. Und da haben wir noch ein bisschen Redstone, das holen wir jetzt da raus. Zack, zack. Lapis Lazuli. Natürlich, Diamanten, klar. Was ist denn los mit mir heute? Eine massive Fülle an Rohstoffen, wollte ich sagen. Eigentlich wollte ich sagen, eine unglaubliche Anzahl. Und wenn du dann zwei Gedanken gleichzeitig im Gehirnwendungsgang hast, dann wird das schon problematisch. So, flipp. Zack, abmachen. Können wir die Schienen hier schon mal runternehmen, weil es geht ja jetzt weiter. So, erstmal die ganzen Rohstoffe weg. Und den letzten Tunnelbohrer dahin gesetzt. So, und dann lassen wir ihn weiterlaufen. Und wir freuen uns daran, dass wir hier oben in der Decke noch ein paar Rohstoffe haben, die wir jetzt rauszimmern. Aber erstmal zimmern wir nur die Decke oben raus, dann können wir die schon mal auskleiden, weil es gibt ja mehr Cobblestone zu verbauen, als Rohstoffe abzubauen. Nikolait gibt es hier natürlich en masse. Das hatten wir schon mal, dass es hier wahnsinnig viel davon gibt. Aber eben auch Diamanten, Redstone, Lapis Lazuli, Kupfer, Gold, Eisen, alles da. Nur Kohle sieht hier unten ein bisschen mickrig aus. Die spawnt wahrscheinlich in etwas höheren Lagen. Und Kohlemining werden wir auf jeden Fall betreiben müssen. Kohle werden wir brauchen ohne Ende. Dafür macht es dann Sinn, sich auch wieder mit der Glücksspitzhacke zu bewaffnen, um da einfach richtig Zeug rauszukriegen. So, hier ist erstmal Zappenduster. Das war übelst finster, sag ich euch. War Zappenduster. Dim, dim, dim. Was haben wir denn da? Rays of Sun. Ja, von M-Scope aus dem Modland-Archiv. Dim, 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 dim. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim.
So, was habe ich noch auf dem Zettel? Auf dem Zettel habe ich eigentlich nichts, aber ich habe vor kurzem mal auf die YouTube-Agenda geschaut, auf mein Dashboard, auf mein Analytics-Board. Mittlerweile stehen wir ja schon bei 57 Abonnenten und das finde ich super. Vielen Dank an alle, die das Ganze abonniert haben. Und ich muss mich dann auch zwischendurch einfach mal mit einem Kniefall, obwohl, mit den kaputten Knien, nein doch, ich mach's. Hier, siehste, jetzt, so, jetzt bin ich auf den Knien. Nein, ich muss mich da gerne mal, das ist guten Tag, ich hätte gerne mal ein Problem, genau. Ich möchte mich da auch ganz gerne mal bedanken dafür, dass es dann doch noch Anklang findet und dass sich irgendeiner meine Videos reinfährt. Und solange das so ist, machen wir natürlich unbeirrt weiter. Solange sich irgendjemand von euch den Spaß anschaut, solange es irgendjemandem gefällt, ja, warum denn nicht, wenn man das, wenn ich dir damit den Tag versüßen kann, warum nicht? Gerne. So, jetzt genug der schönen Worte, genug der Schleimerei. Was haben wir denn noch? Trojanerwarnungen haben wir noch ein paar. Wenn einer von euch eine Fritzbox zu Hause sein eigen nennt, die guten alten Frotzbixen, also Fritzboxen, sind wohl gefährdet durch einen Trojaner. Natürlich ist es die altverbreitete Methode, E-Mail mit Anhang, die aussieht wie ein Update für eine Fritzbox. Natürlich, weil AVM natürlich auch die Updates von Fritzboxen per E-Mail verschickt. Da wird das wohl momentan passieren. Da kursieren E-Mails, die wie eine Update-Benachrichtigung von der Fritzbox aussehen. In der Anlage sitzt natürlich ein Trojaner als Excel-Datei in einem ZIP-Archiv. Ja. Antivirenprogramme erkennen das Ding kaum oder haben das Ding anfangs kaum erkannt. Mittlerweile geht's schon. Die Texte sehen sehr glaubwürdig aus. Grammatik, Rechtschreibung und so weiter passt. Und es ist auch nicht unüblich, dass Fritzboxen zum Beispiel ein empfangenes Faxsystem oder ein empfangenes Fax an sich an das E-Mail-Fach des Nutzers weiterleiten. Das kann man machen mit einer Fritzbox, je nachdem, welche Fritzbox man hat. Aber ganz ehrlich, AVM verschickt keine Updates, weder per Fax, noch per E-Mail, noch per Weiterleitung, noch sonst wie. AVM stellt die auf seinen eigenen Seiten bereit. Ja, und eine Update-Benachrichtigung gibt es bei den Fritzboxen, glaube ich, auch nur dann, wenn du den Update-Check aktivierst. Und selbst den gibt es nicht per E-Mail, den gibt es per Pop-Up-Fenster. Ja, also wer auch immer eine solche E-Mail empfängt, mit so einem lustigen Anhang drin, hast schon mal einen Fax mit Anhang gesehen? Was sagt uns das? Nicht aufmachen, nicht fragen, einfach killen. Haben wir denn da? Piano Man? Piano Man? Piano Man Man? Auch interessant. Ja, ach im Übrigen, in Russland ist eine sehr kuriose Geschichte. In Russland ist es wohl so, dass man in Russland mit einem Bügeleisen via WLAN PCs mit Malware infizieren kann. Da sind Bügeleisen, Dashboard-Kameras und Wasserkocher auseinandergepflückt worden. Da sind Chips eingebaut worden. Da wurden Chips entdeckt, die einen Rechner per WLAN in bis zu 200 Meter Entfernung mit Malware infizieren können. Ja, sogenannte Roche-Chips, welche normalerweise in technischen Geräten anzutreffen sind. Nur dass halt auch Hersteller davon nicht zurückschrecken, die Klamotten auch in Haushaltsgeräten einzusetzen. Das ist eigentlich neu. Ja, wobei auch da wieder gesagt werden muss, eine Infizierung darüber in WLAN-Bereichen trifft nur dann zu, wenn sich der Rechner in einem ungesicherten WLAN aufhält. Ja,